Oh, das Sonnenlicht. Oh, es blendet so schön. So, das kommt da weg. Und zwar soll... Ey, der Stamm soll... Dann setze ich ihn halt so von unten, meine Fresse. Boah, das Lied fand ich gerade richtig gut, Alter. Respekt. So, das hier runter. Und auch hier hoch. Also es ist im Grunde genommen, wird es jetzt einfach so eine Verschönerung für den Turm. Aber es ist jetzt gerade schon nicht so, wie ich es eigentlich haben will. Nee, leider überhaupt nicht. Stelle ich gerade so von jetzt auf gleich fest. Von daher kommt das hier jetzt schon wieder weg. Ich habe das nämlich eigentlich anders vor. Ganz anders, ganz anders. Oder warte, lass mich mal überlegen. Nee, ich habe das echt anders vor. Oder mache ich es doch so. Ah, ist ja... Ah, ist ja. Warte. Also, ich will hier einfach so einen Balken reinziehen, dass das halt so ein bisschen mittelalterlicher aussieht. Bin gerade am Überlegen, wie ich diese Balken reinziehe. Ich will halt nicht so ganz stumpf einfach nur Balken hochziehen, sondern die sollen halt schon, chillig bis quasi cool aussehen. Von daher, so würde ich den Anfang machen. Und dann würde ich hier... Ich will den Turm eigentlich fast genauso bauen wie der, der auf meinem Server ist. Da habe ich echt stundenlang dran gesessen. Und ich finde, der ist echt gut geworden. Und deshalb würde ich den hier ganz gerne mal ausprobieren, wie der sich hier so macht. Gerade auch, wenn man hier den Baustil ja doch eine Ecke anders hat. Finde ich auf jeden Fall mal interessant zu gucken dann. Also das hier ist eben der Ansatz. Mir fehlt jetzt so ein bisschen dieser Creative-Modus eigentlich, den ich auf dem Server habe. Ah. Und bam, nächstes. Und wieder nächstes, weil er manchmal am Anfang und manchmal am Ende spricht. Damit man es am besten gar nicht irgendwie vermuten oder erwarten kann oder so. Okay. So, jetzt nochmal überlegen. Hier sind das 5. Sehe ich das richtig, dass das hier jetzt 7 sind? Ne, hier sind es auch 5. Warum habe ich denn da hinten eben 7 gezählt? Sieht der Turm da anders aus? Ne, auch 5, ne? Ja. Okay. Gut, dann hier im Prinzip das Gleiche. Einmal so und dann so. Zack, zack. Ach, Mist. So, so. Und das müsste jetzt aber auch so gehen. Genau, so und so. Also die treffen sich dann hier irgendwie anders. Dann müsste ich jetzt zum Beispiel, könnte ich die beiden da noch rausreißen. So, so. Und dann hier eben die beiden rausreißen. Okay. Und dann habe ich jetzt noch 2 Blöcke Platz. Das ist ungünstig. Warte mal, das da einmal gerade weg. Also die Säule, den Säulenansatz finde ich so eigentlich schon ganz gut, aber eigentlich nicht ganz das, was ich haben will. Warte mal. Eigentlich muss ich den ganzen Turm erstmal noch höher bauen. Aber so kommt das gar nicht so richtig rüber, wie er nachher eigentlich sein soll. Ich habe jetzt 3, 4, 5, 6 Blöcke. Und der soll eigentlich erstmal auf 9. 7, 8, 9. Ich kann allerdings nicht so 3 setzen. Das heißt, ich muss erst einmal eine Linie machen. Und dann gleich nochmal eine Zweierlinie. Das ist dann quasi der erste Abschnitt von dem Turm. Ich weiß nicht, wie ich das gut erklären kann. Ihr werdet es nachher sehen. Wir bauen hier erstmal eine Weile dran rum. Ich werde das jetzt auch nicht diesen ganzen Turm auf, von jetzt auf gleich fertigstellen. Dafür ist das viel zu viel. Aber so von der Sache her werde ich hier auf jeden Fall mal ein bisschen rumbauen. Und alle, die auf dem Server mir mal sich mein Grundstück schon mal angeguckt haben, die können sich auch schon grob vorstellen, was hier nachher bei rumkommen soll. Ich könnte natürlich hier die Säule in der Ecke hochziehen. Dann wird der Turm halt nochmal größer werden. Aber es wäre ja im Prinzip kein Problem. Also im Moment leide ich gerade so ein bisschen darunter, dass diese Mauer echt 5 Blöcke breit ist, weil da hätten es eigentlich 3 jetzt auch getan. Stelle ich jetzt so im Nachhinein fest. Ich will es natürlich jetzt auch nicht umbauen. Ich baue jetzt erstmal hier irgendwas. Wenn wir das jetzt hier so machen, dann wäre das hier... Wäre das so... Genau, und dann würde ich hier jetzt nochmal diese Dreiersäulen einfach hinsetzen. So, 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 und... Na komm schon, so, und so. Genau. Das ist halt der Ansatz erstmal für das Ganze. Ist eigentlich ein stabiles Fundament, finde ich schon mal. Hier kommt dann auch ein Steinchen rein. Oh, es ist dunkel draußen, sehe ich jetzt gerade.
das ist echt ungünstig. Der Turm müsste jetzt einen breiter oder schmaler sein. Das wäre echt hilfreich in diesem Fall. Jetzt ist es ja so, dass ich bisher nur diese ersten 6 Reihen hingesetzt habe. Ich könnte ihn also gerade echt noch wegnehmen, den Wassergraben ein bisschen ummodellieren. Wäre eine Möglichkeit, oder man sagt halt, na komm, ich scheiß drauf, ist eigentlich ja gar nicht so wichtig. Ich weiß nicht. Wir gehen auf jeden Fall gleich erstmal mit ein paar mehr Steinen dahin. Wir haben ja akuten Steinmangel da hinten gerade gehabt. So, aber erstmal geht's eine Runde pennen. Nom, 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 nom. Oh, ich sehe da den Mond hochgehen, weil der Berg gerade nicht animiert wurde. Natürlich. So, Genossen. Die grünen Genossen, ne? Creeper-Alarm. Ah! Steine und Steine, 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 Steine. So, dann geht's hier mal weiter. Und ich habe mir auch überlegt, ich könnte eigentlich jede Woche einen so ein Server-Special quasi machen. Also, dass ich quasi jede Woche ein Video einfach mache von einem Server, wo ich im Grunde genommen einfach die Neuerung zeige, was so passiert ist, was so gebaut wurde, was vielleicht neu an Plugins drauf ist, was an Plugins umgestellt wurde und eben all sowas. Könnt ihr mir natürlich gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. Ich finde die Idee eigentlich ganz cool, weil man dann eben auch mal ein bisschen mitbekommt, was so abgeht auf dem Server zusätzlich noch. Und ja, ist eigentlich ganz cool, dann auch für Quereinsteiger, denn es ist ja so, ich habe dieses eine Infovideo jetzt ja gemacht. Und wenn man jetzt auf den Server kommt, dann sieht es schon wieder, dann sieht einfach schon wieder mega viel nach 3 Tagen oder 2 Tagen, nee, 3 Tagen glaube ich, sieht einfach schon wieder echt alles komplett anders aus. Und kann ich mir gut vorstellen, dass wenn man das jetzt 2-3 Wochen so hat und irgendwann einer dieses Video guckt und dann auf den Server geht und alles ganz anders aussieht, dass man erstmal ganz verwirrt ist. Von daher wäre es natürlich eine Möglichkeit, echt jede Woche oder so ein Video zu machen. Dann könnte man einen bestimmten Termin machen, an dem dann auch möglichst viele Leute ankommen, dass man dann irgendwie so mit allen einmal in die Kamera winkt oder so. Fände ich eigentlich eine ganz coole Idee. Also wenn ihr das auch gut findet, wäre das auf jeden Fall mal eine Möglichkeit. So, ich habe zwar Inventory Tweaks installiert, aber jetzt zieht trotzdem nicht nach. Mysteriös. So, auf jeden Fall, das wäre erstmal die Höhe von der Grundfläche unseres Turms. Warte mal, sind das 9? 4, 5, warte, jetzt kann ich nicht mehr zählen, ey. Also 3, 4, 5, das ist ja noch keine 9, oder? 1, 2, 3, 4, achso, ich habe mich eben auch verzählt. Ich habe das ja alle mit 2 gezählt, glaube ich. 4, dann bin ich auf Höhe dessen. Hier bin ich jetzt 5, 6, 7, dann ist das hier 8 und dann muss das Ganze noch ein höher. Oh ja. Hey, war das mal ein Lied ohne Lyrics? Wow. Respekt. Ach ja. So, ist das schön hier diese Turmreihe zu bauen. Oh ja, ohne World Edit und so. Das war ich jetzt natürlich komplett gewöhnt von dem Server. Fehlt mir hier jetzt komplett. Muss ich leider echt zugeben. So, wie lösen wir jetzt dieses Problemchen hier? Ich finde, das geht, aber es sieht halt komisch aus. Ich würde halt gerne den Turm jetzt einfach eine Nummer irgendwie entweder größer oder kleiner machen, sodass ich hier im Grunde genommen noch einen Block dazwischen habe. Wenn man jetzt den Turm auch vom Server kennt, ich will das eigentlich gar nicht so oft erwähnen, aber dann würde man auch wissen, wieso. Eine Möglichkeit, die ich hätte, wäre, dass ich jetzt hier noch eine Dreierreihe davor ziehe, dann müsste das eigentlich gehen. Aber das, ich weiß nicht, ob das dann noch alles irgendwie so schön wie so ein Rundturm aussieht. Ich werde es gerade für einen Moment erstmal so lassen, was echt schade ist, weil ich eigentlich diese Folge mich darum kümmern wollte. Aber für einen Moment lasse ich es gerade erst so. Und werde mir das nochmal überlegen, werde mir diesen Kreis nochmal angucken, offline kurz. Und also offscreen kurz angucken. Und dann können wir beim nächsten Mal dafür schneller bauen. Und ja. Würde mich übrigens auch interessieren, was ihr davon haltet, wenn wir vielleicht für diesen Bau des Turms dann einmal in Creative-Modus reingehen. Also nicht, um uns Items zu cheaten oder so, sondern wirklich, um einfach schneller bauen zu können, weil sonst zieht sich sowas echt lange hin. Wir können natürlich, wenn ihr sagt, nee, gar nicht rumcheaten oder so, können wir es natürlich auch meinetwegen im Survival komplett machen. Nur da muss man da schon echt, ich sag jetzt mal, für die ganze Burg bestimmt insgesamt 100 Folgen einrechnen, um mal so eine grobe Vorstellung zu haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es einigen schon wieder echt zu viel ist. Manchen vielleicht auch nicht. Die sagen dann, ja klar, machen wir. Aber manche sehe ich schon kommen, wie die da rummeckern. Von daher wäre das, also wenn ihr euch darauf einlassen würdet, wäre das für mich in dem Sinne schon eine große Hilfe auf jeden Fall. So zeitlich eben.
Ach, und ich brauche nochmal eure Hilfe. Und zwar, da jetzt zum Beispiel bei Diamant-Axt, da steht jetzt seit neuestem dahinter die Item-ID und die Haltbarkeit, die das Item noch hat. In diesem Fall hier zum Beispiel halt nur die Item-ID. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Ich habe ja keine anderen Mods oder so draufgepackt, sondern nur auf meinem Server halt Plugins und so geändert. Also echt keine Ahnung, woran das liegt. Wäre von daher mal ganz cool, wenn ihr euch da ein bisschen auskennt. Oder zumindest wisst, wie ich das ausstellen kann. Schon überlegt, ob es irgendwie mit Too Many Items zusammenhängt. Irgendwer hatte das mal gesagt, weil da kann man ja umschalten zwischen Item-Name und Item-ID. Aber ich habe nichts gefunden. Also wenn ihr euch da auskennt, wäre auf jeden Fall hilfreich. So, jetzt wollte ich gerade eigentlich ganz gerne hier ein ähnliches Tor wie das da hinten übernehmen. Ich freu mich richtig, dass bei diesem Server habe ich jetzt ja echt mal so ein bisschen gelernt, wie ich eigentlich Dinge so bauen kann, dass sie vernünftig nach Mittelalter aussehen, um das jetzt mal so zu formulieren. Also einfach, ich hab echt in diesen paar Tagen schon wieder ganz andere Baustile gelernt. Das ist, wow, also echt mega geil. So, warum ist die Mauer eigentlich da ein höher als da? Schon lange so, ne? So, wir haben was hier denn eigentlich gebaut. Das hat irgendwer anderes gebaut. Aber ich würde sagen, dieses Tor gefällt mir eigentlich echt super. Das würde ich da und da eigentlich ganz gerne genauso bauen. Also halt mit einem Fünferweg dazwischen. Den haben wir da hinten, glaube ich, auch. Oder nee, da haben wir einen Dreierweg, ne? Nein, wir können es ja trotzdem ein bisschen transponieren. Also 1, 2, 3, 4. Damit Treppen. Im Grunde genommen 1, 2, 3, 4, eine Fünfersäule. Es ist 6 hoch, 5 breit und die Zäune laufen da irgendwie so innen drin. Ich versuche das mal einfach grob zu übernehmen. Sollte eigentlich schon klappen. Also, hier haben wir halt diesen Dreierweg. Aber ich würde sagen, das reicht eigentlich auch, oder? Hm, hier kann ich einmal Erde hinsetzen. Hoppala. Hm, das wäre dann so in diesem Fall. 2. Warte mal, kann ich in der Mitte hoch? Hier, dann kann ich es auf beide Seiten bauen. Hoho! Und 3 und 4. Wir können die Tore ja eine Nummer kleiner machen vielleicht. 3 und 4. Dann hat er die Haupthöhe hat er auf 6 gehabt. Die mache ich jetzt einfach auf 5. Ja. Und dann waren, glaube ich, da und da Blöcke. Die Treppen habe ich jetzt halt leider nicht. Oh, warte mal, wie war das denn hier? Weiß ich gar nicht. Hier liefen auf jeden Fall die Zäune drin her. Ich glaube, da war doch keiner. Ich würde es ganz gerne so ungefähr, also jetzt nicht 1 zu 1, das geht ja schlecht, aber eben so im kleineren Stil nachbauen. Hier gerade nochmal gucken. Also es geht bei ihm hier auf 4 Blöcke höher, das müsste ich dann eben auf 3 Blöcke machen. Dann einen raus und dann oben zusammen, okay. So, wie war das jetzt hier oben? Achso, da ist eine Treppe drauf, daher wirkt das so ordentlich. Oh, okay. Treppen könnten wir hier eigentlich sogar gerade draus machen, ne? Wir können ja... Oh, jetzt kommt hier wieder Trick 17. Guck mal, so, 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 so. Na, so, so. Und dann machen wir gerade so und so und so. Und dann so. Und dann können wir schnell Treppen machen. Hoho. Hoho. Wie viele brauchen wir? Ja, komm, machen wir einfach ein paar. Das soll dann wohl schon reichen, ne? So, jetzt einmal gerade überlegen, wie war das jetzt? Also hier kommt eine Treppe dann so hin, so und hier eben so und so und Haupthöhe, da geht das hin und die stehen andersrum quer darunter. Ich glaube, ich bin zu blöd, ey. Warte mal, das hier haben wir gesagt, muss auf 3 runter, weil das Tor ja eine Nummer kleiner ist. Genau, richtig. Also hier dann schon raus, da dann schon raus. Dann läuft es hoch und läuft oben zusammen. Das ist ja von der Torgröße eigentlich groß genug, würde ich sagen, oder? Ich mache erstmal den Turm da weg. So erkennt man das gar nicht ordentlich. Ist halt ein kleineres Tor, aber das finde ich geht eigentlich. Da müssten dann, glaube ich, Blöcke hin. Genau, dann haben die Zäune dann nämlich auch Anschluss. Das hier dann so. Und hier dann so verkehrt rum die rein. Genau, das ist im Prinzip das gleiche jetzt einfach in kleiner, ja. Finde ich eigentlich cool. So und... So und so. Nein. So und so. Und da oben dann so die Reihe hin. Na komm schon. So. Genau. Haben wir es jetzt schon fertig? Ja, ne? Warte mal, da unten den einen, den müssen wir mal gerade ersetzen. Genau, dahinter sind jetzt Steinmauern in dem Fall. Das finde ich aber nicht schlimm.
Das sieht gut aus, würde ich sagen, ne? Ist halt das Ganze eine Nummer kleiner. Und da ich, wie gesagt, jetzt nur eine Doppelfolge eigentlich aufnehmen wollte, oder mache ich jetzt noch eine mehr? Ich muss morgen halt eigentlich früh raus, aber ich will gerade... Ah, ich will das Tor hier auch noch bauen. Komm, wir machen noch eine. Was soll's? Drauf geschissen, wer braucht schon Real Life, ey? Nein, ist natürlich eigentlich viel wichtiger, aber jetzt gerade geht Minecraft vor. 2, 3, 3, 4, 4. Und dann hier noch ein bisschen höher und... Nein! Verbaut! Oh ja, unsere ganz schönen Tiere da hinten. Fuck, schon wieder verbaut da hinten. So, eine Scheiße.